Wir sind auf der Tschuggenhütte hier, auf der weltberühmten Tschuggenhütte in Arosa. Wunderschönes Skigebiet, auch wenn der Schnee ein bisschen sulzig ist. Aber weder ich habe Skischuhe an, noch die beiden Jungs aus Hall an der Saale, die Monkey Safari Boys. Denn wir sind hier, um Musik zu hören bei Arosa Elektronika. Seid ihr das erste Mal im Schnee? Nein, wir waren schon öfter im Schnee. Fahrt ihr gerne Ski? Ja, machen wir sehr gerne. Stellt euch mal kurz vor. Ja, ich bin Lars. Ich bin der Sven. Ich heiße auch Sven, das ist toll, Sven. Ja, schöner Name. Ja. Euer erstes Album hieß Happy Buddy Music, oder? Ganz genau. Ist jetzt schon ziemlich lange her und es erschien auch auf Mambo, aber mittlerweile seid ihr sehr aktiv auf dem Label von unserem Freund von Superflu, Monaberry. Ja, aber also wir haben Mambo zugemacht und haben mit Hommage unser neues Label gegründet 2013 und fokussieren uns darauf eigentlich. Aber haben auch viel mit Monaberry und Superflu zu tun, das stimmt. Die Superflus kommen ja auch aus dem Osten Deutschlands, genau wie ihr. Gibt es deswegen da diese Connection oder ist das Zufall, hängt das nur mit der Musik zusammen? Naja, Felix ist mein Nachbar, also wir kommen auch aus Halle, deswegen nicht nur Osten, sondern auch aus der gleichen Stadt und da gibt es dann natürlich eine Verbindung zu den Jungs, einfach weil man sich halt auch schon ein paar Jahre kennt und natürlich arbeitet man dann halt auch langfristig zusammen, weil man ja irgendwie auch zusammen so ein Ziel verfolgt. Was ist denn das Ziel? Weltherrschaft? Das ist mir jetzt ein bisschen zu platt. Ich glaube, du hast eine andere Antwort parat. Ja. Style. Style. Ja, na, unser gemeinsames Ziel ist es, sowohl mit Monaberry als auch mit Hommage und den ganzen Künstlern, die da entstehen oder wachsen, dass man Halle einfach zu einer relevanten Stadt am elektronischen Musikhimmel macht. So wie Jena das auch geschafft hat, durch Freude am Tanzen zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel. In Halle so einen Laden, den man unbedingt mal besucht haben muss? Ja, und zwar das Charles Bond. Das ist nämlich auch unser eigener. Das ist ja ein Zufall. Und macht ihr auch das Booking? Früher haben wir das gemacht, mittlerweile haben wir es abgegeben, weil wir einfach zu viel unterwegs sind, zu viel rumtouren und wir sind aber immer noch im Laden drinne und nehmen da Senf dazu. Ja. Also wir geben unser Feedback ab, aber aktiv arbeiten wir eigentlich kaum noch. Ich war noch nicht im Charles Bronson, ich mag nur den Schauspieler. Ja. Der hieß ja Wutkowski oder so, ne? War ja, oder war auf, genau, Wuczynski, war auf jeden Fall ein Russe, ne? Ein Einwanderer. Ja, ja gut, früher war das alles UdSSR, ihr Korinnenkacker hier, ja, ja. Wie auch immer. Du hast gerade gesagt wachsen, also dass deine Lieblingsband von früher ZZ Top war, weiß ich, da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Welche neuen Künstler wachsen denn heran jetzt auf eurem eigenen Label oder welche werden da in Kürze veröffentlichen? Das klang ja so, als hättest du da einiges in der Pipeline, oder ihr? Ja, also generell jetzt auf Hommage ist Karl Friedrich sehr aktiv. Das ist ein noch recht junger, aber sehr akribischer Musiknerd. Nerd. Bitte? Ein Nerd. Ein Musiknerd, ja. Und das hört man sowohl in den Sets als auch in den Produktionen so, dass da viel Detailliebe drin steckt. Und wir denken, dass mit ihm dieses Jahr noch viel passieren kann, zum Beispiel. Und was ist mit neuen Sachen von euch? Ja, sind jetzt in der Planung. So dieses letzte, die Cranes-Veröffentlichung kam jetzt im Januar. Dann kommen jetzt zwei Remixe für Superflu noch mit raus. Wir haben für Mark Hole auf Minus einen Remix gemacht. Dann kommt im Juli, da steht noch kein genaues Release-Datum fest, eine neue Single von uns auf Hommage und dann arbeiten wir jetzt schon an dem nächsten Album, was dann vermutlich im Laufe Anfang nächsten Jahres kommen wird. Da machen wir doch mit Sicherheit eine große Story über euch, ne? Also Poster und so, Nacktposter, ne? Also man sieht da nur die Haare. Könnte sein, ja. Könnte sein, ja. Das ist sehr gut möglich. So, jetzt legt ihr auf, was wird die erste Platte sein, den ersten Tune? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich finde das hier sehr sympathisch, weil es so für mich den Anfang eines großen neuen Festivals hat. Es ist ja hier im Augenblick noch ein bisschen so, dass hier 100 Verstrahlte rumhüpfen, ne? Und die anderen gucken so ein bisschen dumm, warum jetzt hier so die Musik läuft. Das war ja bei anderen Festivals früher auch so. Was gefällt euch hier an Arosa Elektronika? Ja, zuallererst, also wir haben ja wirklich bei ein paar Winterfestivals diesen Winter auch gespielt. Beispiel? In Sölden. Muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir gerade nicht mehr genau ein. Und auch beim Wave on Snow. Und hier ist halt sehr schön, es ist alles noch recht klein vom Line-Up her. Aber
sehr schön ausgesucht. So eine, wirkt ein bisschen wie eine große Familie und das ist halt super. Also es ist klein, aber es ist, man merkt, dass von Anfang an viel Gedankengut dahinter steckt. Jetzt sehen wir uns ein paar Bilder an von euch, wie ihr gleich auflegt. Ich hoffe, dass ihr die Leute rockt, ne? Und wir sehen uns heute Abend wieder. Da legt ihr wo auf? Im Provisorium. Gehen wir mal provisorisch vorbei, waren wir nämlich gestern auch schon. Es ist super da unten. Ja, das waren hier Monkey Safari aus Halle in der Saale in der Schweiz in Graubünden, Rosa Elektronika. Wir sehen uns später wieder mit Bildern von den beiden. Tschüss. Tschüss.